von je gab's karge Äcker und Fette, arme Bauern und Reiche. Und heutzutage gibt es eben reiche Genossenschaften und arme. Vielleicht ist das Naturgesetz. Wir arbeiten, arbeiten, arbeiten! Seit Jahren! Und seit Jahren predigst du! Vorwärts! Noch ein Stück weiter! Gleich ist es geschafft und jetzt geht's bergan! Wir müssen raus aus diesem Sumpf. Und mit den Horbeckern zusammen. Mit ihren Maschinen und Kränen. Geld, Geld. Ja, ja, auch mit ihrem Geld. Jetzt kommt er doch tatsächlich wieder mit seiner Scheiß-Kooperation. Ist nichts mit Kooperation. Der Bauer wird nicht abgeschafft. So eine lumpige LPG wie deine, die leite ich von Horbeck aus, nebenbei, per Telefon. Bist du wirklich noch nie auf den Gedanken gekommen, dass du anderen wegnimmst, was du dir für Horbeck unter den Nagel reißt? Sind Sie Druskopf? Bin ich. Wir kommen von der Staatsanwaltschaft. Was hast du getan, Vater? Ich kann es jetzt nicht erklären. Es ist eine verworrene Geschichte. Erinnert ihr euch, dass vor Jahren einer vom Nachbarsdorf aus Horbeck so spurlos verschwunden ist? Und die Leiche hat man bis heute nicht gefunden. Um Gottes Willen, Max. Weißt du, warum sie gekommen ist? Nee. Voriges Jahr die Sache am See, Max. Das Fest. Sie war dabei. Aber heute völlig besoffen. Aber du hast diesen Satz gesagt. Was habe ich denn da gesagt? Du hast gesagt, ich kann dich vernichten. Ach. Deinen Vater hat man eingesperrt, mein Kind. Wen trifft die Schuld?